Die sechs Kinder Aurore, Bilal, Cyril, Dana, Emma und Fred haben alle ein unterschiedliches Alter von 8 bis 13 Jahren. Fred ist 2 Jahre älter als Dana, Bilal ist ein Jahr jünger als Emma und ein Jahr älter als Fred. Cyril ist der Jüngste. Frage, welches Alter hat Aurore? Wir stellen zuerst die sechs Personen mit diesen Großbuchstaben dar und ihr jeweiliges Alter mit den entsprechenden Kleinbuchstaben. Aus dem Text kennen wir diese Informationen. Denn Fred ist 2 Jahre älter als Dana, also ist F dasselbe wie D plus 2. Bilal ist ein Jahr jünger als Emma, also ist B E minus 1. Bilal ist aber auch ein Jahr älter als Fred, also ist B F plus 1. Da F aber D plus 2 ist, können wir daraus schließen, dass B auch D plus 3 sein muss. Wir wissen, dass Cyril der Jüngste ist, das kleinste Alter ist 8, also ist C gleich 8. Frage, wie viel ist A? Jetzt stellen wir diese Tabelle dar. Das sind die verschiedenen Alter von 8 bis 13 Jahren und wir wissen, dass klein c 8 ist. Wir wissen, dass b e minus 1 ist und gleichzeitig ist b d plus 3. Deshalb kann b sich nur hier befinden, denn b ist e minus 1 und d plus 3. D ist also gleich 9 und E ist gleich 13. Jetzt F. F ist D plus 2. Da D 9 ist, plus 1 plus 2, muss F 11 sein. Also bleibt für A nur noch die 10 übrig. Was also heißt, Antwort B ist die richtige. Im nächsten Tutorial beantworten wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade.